Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf MacMarix. In diesem Video geht es um das Unboxing und den First Look zum neuen iPad Pro. Dieses Video ist eine Kooperation zwischen diesem Kanal MacMarix und TouchBenny. Verlinkungen schreibe ich euch hier unten rein, sind aber auch noch in der Videobeschreibung zu finden. Schaut einfach mal rein und lasst ein Abo da. Ich habe mich hier für die 32 GB Variante in Space Grau entschieden, denn es gibt auch nur hier die Wi-Fi Only Variante in der Speichergröße. LTE ist leider nur bei der 128 GB Version vorhanden. Lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir uns doch direkt mal hier die Verpackung an. Auf der Vorderseite sehen wir das iPad von der Seite abgezeichnet, um einfach nochmal zu verdeutlichen, wie wirklich dünn das Ganze hier geworden ist. Auf den beiden Seiten finden wir den iPad Pro Schriftzug mit dem Apple Logo, oben und unten nicht zu sehen. Rückseite einfach nochmal iPad Pro, die Speichergröße und ob Wi-Fi oder mit LTE. Und ja, was mir auf jeden Fall direkt aufgefallen ist, dass hier dieser Karton schon fast so aussieht wie einer vom MacBook Air 11 Zoll oder ja, vielleicht sogar auch schon 13 Zoll Variante. Machen wir das Ganze jetzt auch mal auf. Könnt ihr ganz einfach die Folie am Rand einschneiden, dann können wir den Karton auch schon hier so einfach anheben und ja, das iPad liegt direkt oben drauf, das riesige Display strahlt uns schon quasi entgegen. Hier noch in der Folie drin, das Ganze jetzt hier mal entfernen. So, ja, spacegraue Variante wie gesagt, schwarzes Frontpanel. Ich lege es erstmal ganz kurz beiseite. Ja, was befindet sich sonst noch so in der Verpackung? Und zwar haben wir hier einmal ein Lightning-Kabel. Ja, dann haben wir hier das Lightning-Kabel zum Aufladen, welches mir wirklich ziemlich lang erscheint. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lang das ist. Sieht mir eher nach so einem 2-Meter-Kabel aus. Dann haben wir natürlich hier unsere Anleitungen, Spezifikationen, iPad Pro, Apple-Sticker ganz hinten drin. Ja, Fingertips und so weiter. Und bei der LTE-Variante wäre natürlich jetzt hier auch noch das Tool zum Entfernen der SIM-Karte mit dabei. Ebenfalls natürlich mit dabei das Netzteil, um das Ganze aufzuladen. Das dürfte jetzt auch hier die 12-Watt-Variante sein. Genau, ich hoffe, man kann es hier erkennen. So, genau. Denn das iPad hat ja auch einen relativ großen Akku, welcher auch mit Strom versorgt werden muss. iPad von allen Folien befreit und dann liegt es hier auch schon vor uns. Und man kann einfach nur sagen, wow, was für ein Riesenteil einfach nur. Es ist einfach so unglaublich groß. Ihr seht es vielleicht jetzt hier, meine Hände im Vergleich zum iPad. Man muss es wirklich schon mit beiden Händen hier anfassen, damit man das Ganze auch bedienen kann. Jetzt reflektiert natürlich hier die Leuchte. Jetzt sagen wir, machen es einfach mal kurz an, damit es nicht zu sehr spiegelt. In der Zeit schauen wir uns einfach nochmal ganz kurz hier die Anschlüsse an. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auf der Unterseite an. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite Lautsprecher verbaut. Wir haben in der Mitte noch den ganz normalen Lightning-Anschluss, um das Gerät zu laden. Direkt darüber befindet sich der Touch-ID-Home-Button, mit dem wir ganz einfach das Gerät entsperren können anhand unseres Fingerabdrucks. Auf der rechten Seite befindet sich hier die Lautstärke-Wippe. Normalerweise hätten wir wahrscheinlich hier unten noch das Fach für die SIM-Karte. Hier oben haben wir noch ein kleines Mikrofon, sehe ich gerade. Und auf der Oberseite der Power-Switch, der On-Off-Button. Dann haben wir hier zwei weitere Lautsprecher, denn das iPad Pro verfügt über 4 Lautsprecher und der Klang soll wirklich beim Filme gucken, so verspricht es Apple, atemberaubend sein. Muss man sich natürlich anschauen. Ich gehe mal weiter und zeige hier doch den Klinkenanschluss. Ja, gehen wir noch ganz kurz hier auf die linke Seite. Dort haben wir den neuen von Apple genannten Smart Connector, welcher es uns erlaubt, das Gerät mit einem Keyboard von Apple zu verwenden und ganz normal Texte darauf zu tippen und verschiedene Funktionen darüber laufen zu lassen. Ja, auf der Rückseite ganz klein gehalten sehen wir noch die neue iSight 8 Megapixel Kamera und mit einem kleinen Mikrofon noch daneben. Apple Logo in der Mitte, wir haben hier noch den iPad Schriftzug und auf der Vorderseite finden wir jetzt das neue 12,9 Zoll große Display, welches uns hier auch schon mit Hallo begrüßt.
und eine Auflösung von 2732 mal 2048 Pixeln bei einer Pixeldichte von 264 ppi auflöst. Unter dem Display werkelt der neue A9X-Prozessor mit dem M9 Motion Co-Prozessor, welcher auf jeden Fall für einen ordentlichen Speed und flüssiges Arbeiten sorgen soll. Ja, außerdem noch zu erwähnen wäre hier oben gar nicht zu erkennen die 1,2 Megapixel starke FaceTime-Kamera. So, und kurz vor dem Ende des Videos möchte ich auch euch noch mal ganz kurz einen kleinen Größenvergleich bieten. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite das iPad Pro, auf der rechten Seite das iPhone 6 Plus und in der Mitte mein iPad Air. Ja, ihr seht einfach, wie riesig das iPad Pro geworden ist. Das Display ist quasi genauso groß in der Breite wie das Display des iPad Air 1 hochkant. Das zweimal nebeneinander gelegt ist das Display vom iPad Pro. Ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr vom iPad Pro haltet, ob ihr euch eins kauft, ob es vielleicht sogar euer MacBook ersetzt oder ob ihr lieber beim klassischen iPad Air bleibt. Nicht vergessen, den Kanal von Touch Benny und von mir abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Kommentare sind auch sehr erwünscht und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut und ciao. Ja, danke Marius für das schicke Unboxing. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum von mir kein Unboxing gekommen ist, ich bekomme ein Testgerät von Gravis. Die bekommen erst Mitte nächste Woche Geräte, deswegen bekomme ich meins dann eben auch erst Mitte nächste Woche. Ist leider so, deswegen kommen dann auch erst Videos von mir nächste Woche. Aber ich wollte euch schon mal ein Unboxing und einen kleinen Vergleich auf meinem Kanal online stellen. Deswegen habe ich den Marius beauftragt, ein kleines Video für mich und für seinen Kanal zu machen. Schaut in die Beschreibung, da ist ein Link zu seinem Kanal. Er macht echt coole Videos, ist ein cooler Typ. Ja, jetzt seid ihr gefragt, was für Videos wollt ihr zum iPad Pro sehen, damit ich schon mal vorher Bescheid weiß und mir so einen kleinen Plan machen kann, was ich alles filmen werde. Schreibt es mir unten in die Kommentare, dann checke ich mal so ab, was ihr sehen wollt zum iPad Pro. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das so im Alltag schlägt, wie die Größe sich so, ja, wie sie sich schlägt, ob es mein MacBook ersetzen wird bei einfachen Sachen, bei Videoschneiden ist auf dem MacBook, glaube ich, geiler. Aber trotzdem, ich werde alles testen und euch dann berichten. Und ihr könnt euch ab Mitte nächste Woche oder Ende nächste Woche auf einen Haufen iPad Pro Videos freuen. Und dann war's das mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und falls ich mehr Gastvideos oder andere Leute auf meinem Kanal ein Video machen lassen soll, dann könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Ich finde das immer ein bisschen interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!